was wir machen wollten. Wir wollten uns dringlichst nochmal um eine Wohnung bewerben. Wir sind total ruhig, im Moment besonders verschlafen. Ne? Manchmal ein bisschen laut im Bad. Wir haben uns dann übergeben müssen beim Zähneputzen in der vom Heroin oder anderen Sachen. So, und natürlich diesen ganzen Abschaum, den man sich so denken kann, auch vom Ostblock, bringen wir natürlich mit. Ne? Trotzdem suchen wir irgendwo eine Bleibe und eine Zweitwohnung in möglichst ruhiger Lage. Ne? Und dass wir endlich von diesen Brennern vom Jobcenter West wegkommen und dass wir dann auch ein bisschen zur Ruhe kommen und uns auch da mal auf die Bank setzen können und so, würden wir uns sehr freuen. Oder irgendwas werden so. Wir sind total anspruchslos, also auch wenn sie keine Gemeinschaftsantenne haben oder irgend sowas, ist auch kein Problem, weil wir gucken sowieso keinen Fernsehen, dann hören wir unser Kofferradio ein bisschen, ne? Aber das können wir wohl nie mehr, weil das kann man doch elektronisch alles so machen, egal wo man da ist. So, und als nächstes das Problem, wir können wahrscheinlich nicht sauber machen. Oder sagen wir so, wenn wir dieses ganze Drogenzeug raus sind, macht es ja vielleicht nochmal gehen. Das können wir jetzt nicht sagen, aber im Moment, das geht gar nicht, ne? Also besonders Treppen, weil eines ist dabei auch immer so schwindelig und alles und man liegt denn daneben, ne? Da hat man null Chance. Da kann man gar nichts machen. Und wir haben sowieso so eine Probleme vom Treppensteigen und ich weiß nicht, was man da noch gemacht hat mit uns, ne? Ich weiß, ich kann das im Moment nicht genau zuordnen, weil ich hab da keinerlei vernünftige, ausführliche Sachen über Heroin und so, ne? Keine, das ist eine bodenlose Frechheit, ne? Das gefährlichste Gift und man kann darüber nichts nachlesen. Wie das wirkt und was es ist und so, kann darüber nicht nachlesen. Und allerdings ist lächerlich dagegen, ne? Also Morphin. Wenn Sie sagen, Morphin hat es von der Ähnlichkeit nach, dann probieren Sie mal Heroin, dann wissen Sie auch, was los ist. Da geht nämlich die Hutschnur ab. Oder wie man das nennt. So, lass uns im Schatten gehen, ne, Nazi? Ja. Fällt mir nicht mehr ein. Also suchen wir ganz, ganz dringend. So, und wir kommen erstmal an wie die Obdachlosen, ne, Nate? Weil das ist leider nichts mehr halber. Und so, und sonst ist auch egal, wenn es auch irgendwo ein Haus ist oder so in Frankfurt oder irgendwas oder so, ne? Oder so eine Einliegerwohnung oder so. Und sie auch noch ein bisschen Konversation betreiben wollen oder irgendwas mit uns. Kein Problem, wir sind auch alleine, ne? Aber es kann jetzt ganz schnell so losgehen, dass hier alles so ein bisschen belebter wird bei uns, ne? Oder nicht? So, das kann ich Ihnen noch nicht garantieren, aber sonst hören wir am liebsten Klassik, aber auch alten Rock und all sowas. Wir leben schon eine etwas ältere Generation, ne? So war auch alles leise, ne? Also die lauten Töne, die mache ich ja nun gar nicht so. Also so ein Konzert ist mir eigentlich immer schon ein bisschen zu laut. Das muss eigentlich gar nicht so sein, weil gerade die Instrumente, die nicht laufen, die hört man dann eigentlich gar nicht so richtig. Aber wie gesagt, ich bin ja sowieso ein bisschen doof und ich bilde mir das sicherlich nur ein. Ja, würden wir uns sehr freuen, wenn uns da jemand helfen kann. Weil das ist dringlichst, also. Die lassen sich hier nur feiern und dafür sind sie aber auch alle so. Also Frankfurt, das wird ihnen so richtig teuer. Ich möchte noch mal allen anderen sagen, BRD und Frankfurt, die sehen natürlich zu, die drücken jetzt auch Geld, ne? Weil sie haben jetzt endlich mitbekommen, dass es alles lächerlich ist, diese Entschädigung. Und da gibt es auch deutsche Gesetze, das geht dann auch ganz, ganz schnell hoch. Ich glaube, die haben ja Verlust, das kann sich keiner vorstellen. Also in diesen 10 Jahren sind das Milliarden. Einfach nur Milliarden. Naja, und was wir so in 5 Monaten, dass ich dafür neue Einfälle hatte, das ist auch so nicht schlecht, ne, Nadine? Dass man von jedem Einfall lebt, kann man leben. Und kann man sich ein Imperium aufbauen. Denken Sie bloß mal an einen Schnürsenkel, ne? Der noch durchhält, bis sie zu Hause sind. Angefangen von Bergsteigern und irgendwas anderes. Ne? Für jeden ist es super, der sich viel besser anpasst an Schuhe und so weiter, der nicht so leicht reißt und so. So, und wie gesagt, selbst wenn er gerissen ist, können sie damit noch nach Hause gehen. Das ist doch schon unglaublich, sowas, ne? Ja. Ich sage, Mensch, was spinnt der, ne? Aber so ist es. So, und dann fällt mir noch was anderes ein, wie man unterbrechen.